Unsere erste Begegnung, 14 Flugstunden von der Heimat entfernt, asketische Sadhus an einem Shiva-Tempel in Kathmandu. Als Neuankömmling ist man überwältigt, wenn nicht gar verstört vom hinduistischen Heiligtum Pashupatinath am Bagmati-Fluss. Denn Pashupatinath ist ein Platz des Abschieds von den Toten. Viele Hindus haben den Wunsch, sie genau hier zu verbrennen und die Asche dem heiligen Fluss zu übergeben. Unzählige Feuer lodern bis in die Nacht. Die Hindus salben ihre Toten öffentlich und präparieren sie liebevoll mit Seide und Blüten. Besucher aus der Ferne sind eingeladen, am Ritual teilzunehmen. Sie brauchen keine Scheu zu haben. Eine meditative Gelassenheit liegt über den Handlungen. 5-mal wird der Verstorbene umrundet, bevor der älteste Sohn den Scheiterhaufen anzündet. Die Asche wird dann dem Fluss anvertraut. Er mündet in den Ganges. Wer sich Nepal nähert, ist zum Dach der Welt unterwegs. Das Land liegt direkt am Himalaya. Ein Meer aus Bergen umschließt den Mount Everest. Mehr als 1000 der meist namenlosen Bergriesen sind über 6000 Meter hoch. Kathmandu, die Hauptstadt von Nepal, ist das Tor in dieses für uns so geheimnisvolle Land. Die quirlige Altstadt überfordert fast die Sinne mit ihrer Wuseligkeit, dem Farbenrausch und den Gerüchen. Und doch gibt es auch eine andere Realität. Schmutziges Wasser, sich türmender Abfall. Am Rande von Kathmandu befinden wir uns in Klein-Tibet. Rund um den Bodhnath-Stupa haben sich die Flüchtlinge aus dem Himalaya eingerichtet. Den ganzen Tag über pilgern sie mit ihren Gebetsmühlen um den Symbolbau. Vor allem tibetische Mönche finden hier ihre neue religiöse Heimat. Am anderen Ende der Stadt heißt es für die Gläubigen, steile Stufen steigen. Der wichtige Swayambhunath-Stupa befindet sich auf einem Berg. Bashra und Ganta, die weiblichen und männlichen Energiesymbole, werden trotzdem den ganzen Tag in Massen berührt. Ein Feld kleiner Stupas umgibt das Klosterareal. In tausenden Schälchen brennt das Butterfett. Ständig drehen sich die Gebetstrommeln und werden die Tempel umkreist. Zurück in der Altstadt von Kathmandu. Reisende früherer Tage äußern sich oft enttäuscht über die Entwicklung der größten Stadt des Landes. Zu hektisch, zu touristisch, zu wenig authentisch, sagen sie. Wir sind trotzdem begeistert und lassen uns treiben durch dieses Weltkulturerbe, das nur so strotzt vor Leben. Heute ist ein besonderer Tag. Wir werden die Kumari sehen, die legendäre Kindgöttin. 10 Tage nach Neumond wird sie mit Seto Machendranath zusammengeführt, einer von Hindus und Buddhisten gleichermaßen verehrten Gottheit. Die Atmosphäre ist noch aufgeregter als sonst. Auf einer Trage wird die Statue in einer Prozession zum Palast der Kindgöttin geführt. Alle warten gespannt auf den Moment, wenn sich die Tore öffnen. Denn nur an einem Tag wie heute wird man die Kumari anschauen dürfen. Ein kleines Mädchen, das jetzt eine hohe Verantwortung trägt und bei ihrer ersten Blutung dann unbarmherzig aus dem Palast verbannt wird. Bis zu diesem Augenblick ist sie eine Göttin, auf Seide gebettet, der niemand widerspricht. Auch er ist ein kleiner Gott, Little Buddha in der benachbarten Stadt Pathan. Ein 10-Jähriger, der, statt im goldenen Tempel zu beten, in seiner Mönchsgutte lieber Fußball spielt. Zum Glück dauert sein Aufenthalt im Tempel des Hausgottes nur einen Monat. Eigentlich eine große Ehre, auf die seine Familie 50 Jahre lang gewartet hat. Blick über den Durbar Square in Pathan. Natürlich auch Weltkulturerbe, wie so vieles in Nepal. Pathan ist baulich vielleicht die schönste der drei Königsstädte.
Mit ihren prachtvollen Bauten der Mala-Könige, den Pagoden und Tempeln ist sie viel beschaulicher als das benachbarte Kathmandu. Wer nach Nepal reist, will auch die Himalaya-Kette sehen. Das kann man am besten bei Sonnenaufgang. Der Smog macht es tagsüber zum Glücksspiel, von den Giganten mehr als nur einen Hauch zu erhaschen. Der Vorteil des Ortes Dulikel. Er liegt hoch über dem Dunst. Mitten im Dorf, das Shangri-La Resort. Ein schönes Hotel, wenn man dem Smog und dem Dunst des Kathmandu-Tals entfliehen möchte. Der Luxus besteht aus der Nähe zur Natur und viel Ruhe. Das Resort ist unauffällig in die Berglandschaft integriert. Nepalische Folklore, hübsche, etwas austauschbare Tänze über Ernteglück, Liebe und Rivalität. Auch Menschen, die Souvenirs hassen, werden in Nepal in einen Kaufrausch geraten. Es gibt wunderbar viele Kleinigkeiten, vor allem Schnitzereien, Metallarbeiten, fein gemalte Mandalas und Tücher. Der Durbar Square in Kathmandu ist fast schon ein Overkill der kleinen Verführungen. Kathmandu selbst ist schon lange kein verschlafenes Bergnest mehr. Die Stadt scheint kurz vor dem Kollaps zu stehen. Vergessen Sie daher schnell den Tipp aus alten Reiseführern, sich doch ein Fahrrad zu mieten. Eine Oase der Ruhe in diesem Hexenkessel, das Dwarikas, eines der schönsten asiatischen Hotels. Der Besitzer hat jahrzehntelang kunstvolle Gegenstände aus Abbruchhäusern gerettet und aus ihnen ein Hotel gebaut. Mit finanzieller Hilfe des Gründers des Reiseveranstalters Studiosus Reisen. Nun können die Gäste wertvolle Details an Türen, Fenstern und Möbeln bewundern. Eine Reise zurück in die Vergangenheit. Wir sind inzwischen in der Königsstadt Bhaktapur. Die Luft ist erfüllt vom Lärm der Dimai-Trommler und Flötisten. Die Altstadt ist wohltuend autofrei. Im Gegensatz zu Kathmandu lässt es sich hier entspannt bummeln. Unzählige Spielmannszüge wandern durch die Gassen. Es ist Neujahrsfest. In solchen Momenten erlebt man die gelassene Freundlichkeit der Nepali. Ihre Neugier ist mindestens ebenso groß wie unsere. Auch in Bhaktapur kann sich der Besucher gar nicht satt sehen an den architektonischen Kostbarkeiten. Man fühlt sich in einen exotischen Monumentalfilm versetzt. Atemberaubend schön der Durbar Square. An diesem Tag scheint es, als seien auch alle Bewohner aus dem Umland hier, um mit Reis, Obst und Blüten den Göttern zu opfern, in der Hoffnung auf ein gutes neues Jahr. Auf dem Platz befindet sich noch ein zweiter Tempel. In dessen Schatten treffen sich vor allem Jugendliche. Ein nepalesisches Porno-Kino, möchte man meinen. Und dabei ganz historisch und alles fein in Holz geschnitzt. Abschied vom Kathmandu-Tal. Die Landstraße entlang des Trishuli-Nath-Flusses ist gut ausgebaut. Aber die Dörfer am Fluss sind immer noch mit abenteuerlichen Hängebrücken verbunden. Kleine Begegnungen bei den Zwischenstopps. Wir fahren mit dem Überlandbus nach Südwesten ins Terai an der indischen Grenze. Unser Ziel, der Royal Chitwan Nationalpark. Umsteigen auf eine ES, eine Elefantenstärke. Nur auf dem Rücken der Dickhäuter haben wir eine Möglichkeit, uns der Natur zu nähern. Unsere Elefantendame Shanti Kali wird von ihrem Mahout mit den Füßen und leichten Schlägen auf den Hinterkopf durch Dickicht und Wasser dirigiert. Genüsslich suhlt sich ein Panzernashorn im Schlamm. Wir schaukeln gemütlich weiter in Richtung Rapti-Fluss.
Hier ist erst einmal Pause für Shantikali und ihre Kolleginnen. Ein kühles Bad zur Mittagszeit. In der Ebene des Terai kann es drückend heiß werden. Welch ein Kontrast zur Monsunzeit, wenn die Wasser des beschaulichen Flusses weit über die Ufer steigen und das gesamte Tal dramatisch überschwemmen, wie in den Nachrichten kürzlich gesehen. Von Herbst bis Frühjahr kann man dann wieder in aller Ruhe Elefanten waschen. Wieder unterwegs durch den Dschungel. Ein betörender Geruch liegt in der Luft von den Hölzern und Blüten. Und wieder Panzernashörner. Sie waren durch den Jagdtourismus fast ausgerottet. Heute leben sie geschützt. Nun schätzt man den Bestand wieder auf 600 Tiere. Trotzdem sind sie gefährdet. Ihr Horn ist bei abergläubischen Chinesen noch immer als Potenzmittel begehrt. Reisfelder bis zum Horizont. Über 300 Siedlungen gibt es im Nationalpark. Ursprünglich lebten hier nur die Taru. Wir sind in einem ihrer Dörfer. Sie wirken auf uns pittoresk, aber die Armut ist unübersehbar. Man könnte zwar sagen, diese Menschen lebten noch im Einklang mit der Natur, doch in Wirklichkeit müssen sie von der Hand in den Mund leben. Nepal einmal abseits der Trekkingpfade und der Himalaya-Giganten erlebt, eines der ärmsten Länder der Welt. Und dennoch paradiesisch schön.